Hier ist RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Dienstagabend, der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich begrüße Sie zum Regionalmagazin mit Nachrichten aus dem Kreis Böblingen und diesen Themenschwerpunkten. RTV, die Themen am zweiten Weihnachtstag 1995. Weihnachtslieder, verkannte Stars aus der Region. Schach, ein Blick auf die 12. internationalen Böblinger Open. Und der Jahresrückblick, März und April. Weihnachtslieder einmal anders. Bereits gestern haben wir Ihnen die schönsten Sänger und die besten Stimmen unserer Region präsentiert. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, heute noch eine Zugabe. 1,5 Minuten Weihnachtslieder, gesungen von Menschen wie du und ich. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Can't you see the man you see, a man you want to see? Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, Merry Christmas. Wir Kinderlein, kommet doch all zur Krippe, herkommet im Bethlehemstall und seht, was in dieser, oh heilige Nacht, der Vater im Himmel für Freude uns macht. Schneeflöckchen, Eisröckchen, wann kommst du geschneit? Du stundst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Lasst uns froh und munter sein und uns recht ein Herzen voll. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Schneeglöckchen, Weißröckchen und das war's für heute. Fröhliche Weihnachten. Ebenso. Trotz Feiertag hat sich natürlich auch in den letzten 24 Stunden wieder was getan im Landkreis. Gleich die wichtigsten Nachrichten aus der Region. Gönnen Sie sich einen Umzug mit dem Chef persönlich. Fordern Sie unseren Ratgeber für Umziehende an. Kießlich Umzüge, Ihr kompetenter Partner im Landkreis Böblingen. Mohrrüben kostenlos! Hä? Ich glaube, ich habe was mit den Ohren. Jabba-dabba-du! Ich kaufe mir jetzt ein Hörgerät. Wahnsinn, so eine Auswahl. Was es heute so alles gibt, bei Kleinbach. Computerhörmessung und Anpassung. Kleinste Hightech-Hörsysteme. Kosmetisch unauffällige Hörsysteme. Hör gut zu. Dazu gehört Kleinbach. Poststraße in Böblingen. Wir lassen gerne was von uns hören. Holen Sie sich mal zurück in die 60er. Die CD erhalten Sie exklusiv nur bei uns. Also, hör gut zu. Bauernhaus? Nein. Rathaus? Ach Quatsch. Affenhaus. Gewächshaus. Papalapa. Schneckenhaus? Auch nicht. Vogelhaus. Oh, bei dir piept's wohl. Ich hab's. Oberhaus im Böblinger Künstlerviertel. Na endlich. Und jetzt lass uns ganz schnell ins Oberhaus gehen. Ich kenne einen Laden, da geht jeder gerne hin. Da läuft alles ganz einfach, denn ansonsten ist nichts drin. Da gibt es keinen Rock und auch keine Blusen. Da fehlen die Jeans und sonstige Hosen. Da gibt es nur T-Shirts und Sweatshirts zu kaufen. Mensch, Leute, da müsst ihr unbedingt mal hinlaufen. Nix wie T-Shirts. Nix wie Sweatshirts. Poststraße 48, Böblingen. Nix wie hin.
Der Kreis auf den Punkt. Die RTV Regionalnachrichten. Kellerbrand in Böblingen. Vergangene Nacht gegen 2.45 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Böblingen ausrücken. Das Untergeschoss eines Wohnhauses in der Keltenburgstraße stand in Flammen. Ein Unbekannter hatte Benzin über den im Keller stehenden Wäschetrockner geschüttet und angezündet. Bei dem Brand entstand Sachschaden von über 10.000 Mark. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Böblingen war mit 31 Mann im Einsatz. Rekordabsatz bei Mercedes-Benz. Im vergangenen Monat wurden in Deutschland über 21.000 Neuwagen der Marke mit dem Stern zugelassen. Das sind 6,1% mehr als im November vor einem Jahr. Allein von der neuen E-Klasse wurden letzten Monat über 9.400 Stück verkauft. Weltweit erzielte Mercedes-Benz den höchsten Novemberabsatz seiner Firmengeschichte. Für den neuen SLK Roadster wurden alleine im November über 300 Bestellungen gezeichnet. 130 Schachbretter allein in diesem Raum des Novotels in Böblingen stehen bereit für die 12. Internationalen Böblinger Open, die von heute bis Samstag stattfinden. Etwa 350 Teilnehmer, vorwiegend aus Europa, aber auch den USA, erwartet der Ausrichter, der Schachclub Hewlett-Packard. Preise bis zu 3.000 Mark sind ausgeschrieben und für die, die nicht so gut abschneiden, gibt es Übungsliteratur und ein Erinnerungst-T-Shirt. Hobbyforscher gesucht. Das Land Baden-Württemberg hat auch dieses Jahr wieder einen mit 10.000 Mark dotierten Landespreis Heimatforschung ausgelobt. Bewerben können sich alle Hobbyforscher, die sich mit der Historie ihrer Heimat auseinandergesetzt haben. Der Jugendförderpreis ist mit 2.500 Mark dotiert. Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Böblingen. Die Teilnahmefrist endet am 31. Dezember. Der Landespreis Heimatforschung wird bereits seit 1982 verliehen. Ein Stück Heimatgeschichte haben auch wir für Sie dokumentiert. Auf einer VHS-Videokassette alle wichtigsten Ereignisse der letzten 12 Monate. Circa 90 Minuten, das Jahr 1995, von Januar bis Dezember im Landkreis Böblingen. Wie Sie diese Videokassette bestellen können, sagen wir Ihnen gleich. Hier erst einmal die Zusammenfassung des Monats März. Das Ende der närrischen Zeit leitete den März ein. Der Trauerzug der Narrenzunft schreitete durch Weilerstadt. Die Narrenfahne wurde eingerollt, die Fasnet zu ihrem Grabe am Speidelsberg getragen und angezündet. Für dieses Jahr war Ende. Mit dem traditionellen Fischsuppenessen verabschiedeten sich über 2000 Gäste in der Böblinger Sporthalle von der Narrenzeit. Unumstrittener Star neben der Fischsuppe war ganz klar Gotthilf Fischer. Amsel, Drossel, Wind und Schlaf und die ganze Vogelschar. Nach dem Erfolg der ersten führte die Feuerwehr Böblingen im März eine zweite Knochenmarkspendeaktion durch. Insgesamt 620 Personen stellten 10 Milliliter Blut für eine Typisierung zur Verfügung, um als mögliche Knochenmarkspender in die Tübinger Datei aufgenommen zu werden. Einen sportlichen Höhepunkt erlebte der Sindelfinger Glaspalast mit dem internationalen Hallensportfest. Vorne mit dabei die Sindelfingerin Birgit Wolf über 60 Meter Hürden. Einen guten Auftritt hatte auch das Gespann Joachim Thomas, Melanie Paschke. Der Sindelfinger trainiert die deutsche Sprintmeisterin aus Braunschweig, die hier in 7,13 Sekunden über 60 Meter Zweite wurde. Große Namen waren zu Besuch im Landkreis. Ob Heike Drechsler, Heike Henkel oder Linford Christie, die Spitzenstars gaben ihr Stell-Dich-Ein. Aus sportlicher Sicht erfreute vor allem der neue deutsche Rekord über 5000 Meter, aufgestellt von Stefane Franke aus Waldenbuch. Das Frauennetzwerk des Landkreises organisierte zum Internationalen Weltfrauentag im gesamten Kreis Aktionen, die auf Missstände und Diskriminierung von Frauen aufmerksam machen sollten. Solche Aktionen wie hier in Sindelfingen sind nötig, denn die Politik tue zu wenig für die Frauen, meint die Frauenbeauftragte des Landkreises Annegret Böhm. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr auch wieder meinen 50% gekürzten Etat nur bekommen, obwohl ich mit diesen knappen Finanzmitteln eigentlich kaum noch etwas machen kann. 25 Jahre gibt es sie, die Häuser der Konfektion.
Die Idee von Gustl Hohenstein, mehreres unter einem Dach anzubieten, zog in die ganze Welt und wurde in Sindelfingen gebührend gefeiert. Polit- und Modeprominenz erfreuten sich an modischem und schrillem bei fetziger Musik. Ein Jahr nach den Gemeinderatsbeschlüssen konnte Mitte März der Spatenstich für den gemeinsamen Bauhof der Städte Böblingen und Sindelfingen durchgeführt werden. Durch die Zusammenlegung auf ein Gelände neben der Wildermut-Kaserne erhofft man sich Einsparungen von jährlich mehreren 100.000 Mark. Zwei Hundertschaften Polizei und ein Großaufgebot vom Deutschen Roten Kreuz durchkämmten den Wald zwischen dem Sindelfinger Krankenhaus und der Autobahn nach einer 82-Jährigen, die nachmittags aus dem Sindelfinger Krankenhaus verschwand. Mit Spürhunden wurde fast die ganze Nacht gesucht, bis andern Tags dieser Hund die unterkühlte, aber sonst unversehrte Frau im Unterholz nahe des Krankenhauses aufspürte. Bei der Abschlussbesprechung konnte somit eine erfolgreiche Suche zu den Akten gelegt werden. Große Aufregung heute Vormittag in der Nähe von Vlacht. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde hier entdeckt und musste entschärft werden. Natürlich musste sie vorerst einmal ausgebuddelt werden. Und wir befinden uns hier direkt neben dem Graben. Neben mir die Fliegerbombe. Die Konturen sind zu sehen. Aufgrund dieser Aktion musste heute die Autobahn A8 kurzzeitig gesperrt werden. Stuttgart Richtung Karlsruhe und die Kreisstraße zwischen Perus und Vlacht. Mit einem Sternmarsch protestierten Bündnis 90 die Grünen, Naturschutzbund und BUND gegen die geplante Genmaispflanzung auf dem Ihinger Hof zwischen Renningen und Magstadt. Die Organisationen befürchteten ungeahnte Auswirkungen, ausgehend von den genmanipulierten Anpflanzungen. Mehrere hundert Gegner wollten dies verhindern. Im Guinness-Buch der Rekorde stand er schon, Karl-Heinz Garenko, mit einem Weltrekord im Blindhaarschneiden. Die vorgelegten 6 Minuten 24 wollte der Sindelfinger Krankenhausfriseur hier unterbieten. Trotz enormer Schnelligkeit bei perfekter Frisur blieb die Uhr leider erst bei 6 Minuten 30 stehen. Der Tagesordnungspunkt Verschiedenes geriet zu einer Zerreißprobe des SPD-Ortsvereins. Verschiedene Vorstandsmitglieder wollten nicht mehr kandidieren unter einem Ortsvorsitzenden Reinhard Steinhübel. Er habe sich bei der Kandidatennominierung für die Köder-Nachfolge im Landtag falsch verhalten. Kurz nach der Nominierung Stefan Brauns stellte er sich selber auf. Das gefiel den Genossen nicht und am Ende geriet noch sein Vorsitz des Ortsvereins in Gefahr. Es gab eine Stichwahl, Steinhübel gegen Braun, die Steinhübel knapp für sich entscheiden konnte. Die Frage der Landtagskandidatur blieb zu diesem Zeitpunkt noch offen. Wertstoffhof, Sindelfingen, Schadenwasenstraße. Hier wurde heute die erste Verkaufsstelle für den neuen BB-Kompost Unser Bester von uns, für uns eröffnet. Mit einem prominenten Verkäufer, Landrat Rainer Heeb, höchstpersönlich. Und Sie haben schon einiges verkauft, Herr Heeb. Wie viele Kisten, wie viele Päckchen haben Sie denn schon verkauft? Ja, nun, selbst in Grenzen. Es waren immerhin 3 Säcke, die wir verkauft haben. Aber Kompostsorten, die gibt es künftig auf unseren Wertstoffhöfen. Hier kann es jeder Bürger kaufen. Anfang des Jahrhunderts, in der großen Zeit der Eisenbahnen, fuhr auch die Ammertalbahn zwischen Herrenberg und Tübingen. Vom Auto verdrängt wurde sie 1966 stillgelegt und erlebt Ende diesen Jahrhunderts die Wiederauferstehung. Die Vertragsunterzeichnung zwar wie immer am Schreibtisch, doch der stand im Zug, der auf der Strecke Probe fuhr. Ab 1998 soll die Ammertalbahn im Halbstundentakt wieder von Tübingen nach Herrenberg fahren. Gleich geht's weiter mit dem Jahresrückblick, vorher aber, wie versprochen, der Hinweis auf unseren Bestellservice und die Wettervorhersage bis einschließlich Freitag. Entspannung suchen. Zu uns finden Sie blind. Fast. Da gehen Ihnen die Augen auf. Egal, was Sie wünschen. Etwas zu trinken, zum Essen, eine freundliche Bedienung. Schauen Sie doch mal rein.
Wenn Sie wissen wollen, wie man gut auf Wasser schläft, dann sind Sie bei uns richtig. Testen Sie uns Wasserbetten direkt vom Hersteller. Wasserbettenzentrum Morpheus Design, Böblingen, Schöneicher Straße 50. Das Jahr 1995. Kompakt auf einer VHS-Kassette zum Preis von 39 Mark. Rufen Sie jetzt an 07031 649010. Außerdem auf jeder Kassette Bilder, die niemand kennt und keiner braucht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass ich heute beim Zahnarzt war. Keine Sorge, ich bin nur ein bisschen kürzer. Gestern den Heißwaschgang erwischt. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Der so lang erwartete Schnee zu Weihnachten, er kam heute Nacht, doch man muss schon genau hingucken, um ihn zu sehen. Ein Hütchen für den Delfin am unteren See in Böblingen, das schafft der Schnee gerade noch. Aber den Weihnachtsausflug von Herrn und Frau Ente konnte er nicht vermiesen, das Wasser war noch nicht gefroren. Und ganz, ganz zaghaft legte er eine Schicht auf den Kirchturm, um dort einen weihnachtlichen Hauch zu erzeugen. Kälte brachte er mit, der Schnee. Leonberg, Sindelfingen und Böblingen meldeten 2 Grad und Herrenberg ist mit 1 Grad am nächsten am Gefrierpunkt. Ab morgen wird es dann sogar noch kälter. Selbst tagsüber bleibt das Thermometer unter 0 Grad. Die Temperaturen liegen bei minus 2 bis minus 5 Grad tagsüber und nachts. Die Sonne ist wirklich verreist. Am Donnerstag taucht sie ganz kurz nur auf, aber es wird mehr schneien. Nicht allzu viel, aber mit Straßenglätte ist auf jeden Fall zu rechnen. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da. Gestern haben wir Ihnen die Monate Januar und Februar gezeigt. Gerade lief schon der März, geht's also weiter mit dem April. Und der beginnt, wie jeder weiß, mit einem April-Scherz. Nur noch eine Meldung in eigener Sache. Unser Kollege Fred Domen, Ihnen alle als Moderator des RTV-Regionalmagazins bekannt, wechselt zum Süddeutschen Rundfunk. Domen wird dort die Sendung Verstehen Sie Spaß übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Harald Schmidt an, der mit Thomas Gottschalk zu Sat.1 geht. Die erste Verstehen Sie Spaß-Sendung mit Fred Domen wird im Herbst live aus der Böblinger Sporthalle übertragen. Fred Domen, die RTV-Redaktion, wünscht dir für die Zukunft alles Gute. Sie werden sich sicher fragen, wo ist er denn jetzt wieder, der Koblenzer? Nein, ich bin nicht in der Wilhelma, ich bin auch nicht in Kenia oder in Südafrika, sondern ich bin auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Herrenberg, Kuppingen, auf der einzigen und ersten Straußenfarm hier im Landkreis Böblingen. Jetzt gehen wir mal zu einem näher hin. Ich hoffe, dass er genauso viel Angst vor mir hat, wie ich vor ihm. Ob er mich da mal einen Finger picken könnte jetzt für die Kamera? Oh, das hat aber doch ein bisschen weh getan. In Leonberg macht es jetzt mehr Spaß, auf die Welt zu kommen. Das Kreiskrankenhaus bietet werdenden Müttern die Möglichkeit, im Sitzen zu entbinden, was vielen Frauen leichter fällt. Entweder auf dem neu angeschafften Gebärstuhl oder dem variablen Entbindungsbett. Entbindung im Liegen oder Sitzen, den Babys scheint es in Leonberg zu gefallen. Die letzten Trainingseinheiten vor der Fechtweltmeisterschaft der Junioren in Paris. Sven Schmid, Fechttalent der Sportvereinigung Böblingen, war mit seinen 17 Jahren bereits 5-maliger deutscher Meister. Er gilt bundesweit als Nachwuchstalent und die Fechtszene bescheinigt ihm eine große Zukunft. In Paris ging er als Favorit ins Turnier und wurde Juniorenweltmeister 1995. Das Flaggschiff von Mercedes-Benz, zu groß, zu protzig, zu benzinfressend, fanden die Kritiker 1991. 4 Jahre nach der Premiere stand fest, der große Daimler hatte seine Käufer gefunden, trotz aller Häme. 250.000 Mal wurde das Auto im Sindelfinger Werk produziert und in alle Welt verkauft. Der Osterhase war unterwegs. Bei RTV als Wetterfrosch eingesetzt, suchte er sich übersichtliche Plätzchen, um Genaues zu berichten. In der Mittagspause legte er ein Golfstündchen ein, sei es ihm gegönnt,
kam er doch in große Gefahr, als er im Kuhstall nach dem Rechten sehen wollte. Startfrei zum Radrennen rund um Schöneich. Erst die Frauen. Siebenmal mussten sie die 9-Kilometer-Runde Schöneich-Breitenstein-Neuweiler-Schöneich radeln. Insgesamt 63 Kilometer. Das schwerste Teilstück, der 800-Meter-Anstieg am Wolfenberg bei der Einfahrt nach Schöneich. Überraschende Siegerin, die erst 16 Jahre alte deutsche Juniorenmeisterin Natascha Klewitz aus Ludwigsburg. Bei den Männern, den Elite-Amateuren, war man gespannt auf das Abschneiden der Lokalmatadoren des RSV Öschelbronn. Olympiasieger Uwe Peschel galt als Favorit, fuhr in der neunköpfigen Spitzengruppe und konnte sich am Wolfenberg absetzen. Er fuhr als Erster über die Ziellinie. Der Krieg und das Dritte Reich sind auch für Böblingen zur schwersten Heimsuchung der Stadt in ihrer mehr als 700-jährigen Geschichte geworden. Wie Böblingens Kulturamtschef Günter Scholz erinnerten sich viele an den Zweiten Weltkrieg und seine Auswirkungen im Landkreis Böblingen. Auch hier wurde der Krieg mit seinen Schrecken deutlich gespürt. Qualifikation für die Kunstrad-Europameisterschaften. Weil im Schönbuch stand Kopf und drückte die Daumen für die Lokalmatadorin Astrid Ruckaberle vom RV Weil im Schönbuch. Dauerte die Kür, trotz Atemprobleme, die EM-Qualifikation für Astrid Ruckaberle. Bin ich aber froh, dass ich es durchgefahren habe. Also das Publikum war super und ja, bin zufrieden. Kein rollendes, sondern ein schnelles und springendes Sportgerät benutzen die Sportler bei der Seehaus Military in Leonberg. Ein anspruchsvoller Kurs mit 26 Hindernissen auf 2800 Metern wartete auf die Klasse M. Insgesamt nahmen 300 Pferdesportler an der Military teil, die für Zuschauer ein Augenschmaus, für Reiter und Pferd eine niveauvolle Aufgabe darstellte. Eine Riesentorte für RTV, das Regionalfernsehen für den Landkreis Böblingen. Auf einer Pressekonferenz konnte ein positives Fazit gezogen werden. Das neue Medium im Landkreis ist besser aus den Startlöchern gekommen, als die Macher wie Geschäftsführer Fred Domen erwartet hatten. Ich bin sehr zufrieden. RTV existiert jetzt 100 Tage und wir haben in 100 Tagen das geschafft, was wenige in 100 Tagen schaffen. Wir sind bekannt, wir sind ein neuer Markenartikel im Landkreis Böblingen geworden und die Leute freuen sich, wenn wir kommen und das schlägt sich natürlich auch aufs Team wieder. Unheimlich gute Stimmung im Team. Es macht auch Spaß, Fernsehen aus dem Kreis Böblingen für den Kreis Böblingen zu machen. Die Hulb Open waren kein neues Tennisturnier. Das Industriegebiet am Rande Böblingens wollte sich der Bevölkerung zugänglich machen und veranstaltete eine Leistungsschau, wo insgesamt 35 Betriebe ihre Türen und Tore öffneten. Mit Spaß und Unterhaltung waren die Hulb Open mit über 5000 Besuchern für alle Beteiligten ein Erfolg. Der April endete mit Vorbereitungen für den Mai, denn der kann nur beginnen, wenn auch der Maibaum aufgestellt ist. Denken Sie dran, zum Sammeln oder Verschenken oder einfach mal wieder zum Reinschauen gibt's den kompletten Jahresrückblick als VHS-Kaufkassette. Sie brauchen nur kurz anzurufen. Die Telefonnummer blenden wir gleich nochmals im RTV-Ticker für Sie ein. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin Ihnen noch einen angenehmen Weihnachtsausklang und auf Wiedersehen.